Ich begrüße euch, bedanke mich an alle, die diesen Kanal abonniert haben, die Glocke betätigt haben und somit dieses Video abonniert und nun auch gesehen. So, ich habe wirklich kein Interesse über das Thema, ihr wisst schon, zu sprechen, weil dieses Thema ist und bleibt eine Machtfrage. Das hat nichts mit Gesundheit zu tun. Die Menschen, die das ausgegoren, die das auf den Weg gebracht, das sind sehr reiche Menschen, die eines nicht haben, Macht. Sie haben keine Macht. Es sind keine mächtigen Menschen. Und das Fuchs, die Microsoft, Bill Gates ist kein mächtiger Mann. Er hat nur Geld und jetzt sogar weniger, die Hälfte durch die Scheidung. So, wenn man sieht, was Herr Microsoft, also Bill Gates damals gemacht hat, er hat geheiratet, ziemlich jung, und hat dann da, wo er ist, alles aufgekauft, damit kein Fremder um ihn herum ist. Das ist schon mal merkwürdig. Dann hat er alle Fluggeräte, die dort landen hätten können, auch alle gemietet. Und somit war er mit seiner Frau in einem Riesenresort für sich allein. Das ist amtlich, das ist Fakt. Das zeigt ja schon, was für ein Typ Bill Gates ist. Punkt. Dann Herr Drosten als Jungspund, gerade frisch. Ob es stimmt, aber es war so im öffentlichen Fernsehen gezeigt, dass Herr Drosten an einer Fledermaus damals experimentierte in Wanhang und somit jetzt auf diesen Lapsus gekommen ist. So, wir bekommen ganz, ganz, ganz viele Informationen und darum geht es mir in diesem Video. Wir bekommen Informationen von Menschen und wir sollen diese Informationen glauben und wir sollen diese Informationen in uns aufnehmen. Und wir sollen mit dieser Information leben. Viele von euch leben mit diesen Informationen, sie glauben die Informationen und stehen auf der Straße mit Banner und Rufparolen. Bringen oder gebracht hat es bis heute 0,0,00 nichts. Gar nichts. Das ist Fakt. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Es ist Fakt. Es hat nichts gebracht. Ich habe mir wirklich alles angesehen. Was wir bekommen haben, ist eine Art Pandemie, wo wir plötzlich mehr Geld zahlen sollen für unsere Wohnung. Wir haben eine Pandemie bekommen, wo wir einen Mund- und Nasenschutz tragen sollen, den wir dann auch brav tragen. Und wie komme ich jetzt auf dieses Video? Ich hatte gerade einen netten Besuch hier von Kunden. Und die hatten einen ziemlich großen Hund dabei. Diesen Hund musste ich sofort kraulen. War halt so. Es gibt Hunde, die muss man einfach umarmen, weil die strahlen irgendwas aus. Ein Hund strahlt irgendetwas aus, den muss man dann einfach knuddeln. Ein Bär möchte man auch am liebsten knuddeln, weil das ist so ein richtig monströses Teil. Aber lass die Finger von einem Bären. Okay, ein Löwen oder ein Tiger könnte man auch, wenn man das große Glück hat, aber da sollte eine wahnsinnsdicke Scheibe zwischen sein, dieses Tier zu begegnen. Das Problem an der Geschichte ist, dass alle Tiere von irgendwelchen wilden Tieren ab und diese wilden Tiere sind jetzt zwar zahme Tiere bei uns zu Hause, aber haben die Wildnis noch immer in sich. Da draußen schon einige Leute stehen, kann sein, dass ich jetzt gleich diesen Videoclip unterbinde. Grüße! Was brauchen wir? Hi.